Fangen wir an mit dem Namen Gottes, des Erbarmers, des Gnädigen. Lob gebührt Allah, As-Salatu und As-Salamu, für unseren geliebten und geehrten Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. So dann fasst bitte alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Nehmt mit einer aufrichtigen Absicht für Allah an diesem Unterricht teil. Ich habe eine Bitte an euch, und zwar, dass ihr sehr viele Bittgebete sprecht für Hajji Jalila Amirat. Möge Allah sie heilen und segnen und schützen und bewahren. Und möge Allah sie zur alten Stärke und zur alten Kraft zurückbringen. Da'ula l'akhtna al-Hajji Jalila Amirat bis-Shifa al-Tam al-Ajil. Allahu yashfiha wa yu'afiha shifa'an tamman la yugadiru saqama. Machen wir weiter mit der Lektion Nummer 10. Das ist die vorletzte Lektion in diesem Buch. Das Abbrechen der verwandtschaftlichen Beziehungen. Das ist die Überschrift. Allah, der Erhabene, sagt: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Es bedeutet, o ihr Menschen, fürchtet euren Schöpfer, der euch aus einem einzigen Menschen erschuf. Aus ihm erschuf er die Ehefrau für diesen Menschen, und aus ihnen ließ er viele Männer und Frauen entstehen. Fürchtet euren Schöpfer bedeutet, seid Gott gegenüber gehorsam, indem ihr die Pflichten verrichtet und die Sünden unterlasst. Denn ein Gewinner wird derjenige sein, der sich bezwingt, das Verbotene zu unterlassen. Derjenige, der so handelt, schützt sich selbst. Derjenige aber, der im Begehen der Sünden verharrt, erniedrigt sich selbst und verdient die Strafe Gottes. Fürchtet euren Schöpfer, der euch alle aus einem einzigen Menschen, dem Propheten Adam, erschuf. Und aus ihm erschuf er die Ehefrau für diesen Menschen, Hawa, zu Deutsch Eva, die aus der kleinen linken Rippe des Propheten Adam erschaffen wurde. Und aus ihnen, also aus Adam und Hawa, ließ Allah viele Männer und Frauen entstehen. Das heißt, aus diesen beiden Menschen brachte Allah viele Männer und Frauen in die Existenz hervor und ließ sie sich mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften, mit ihrem unterschiedlichen Aussehen, ihren verschiedenen Eigenschaften, Hautfarben und Sprachen auf der Erde verbreiten. Allah sagt: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Das bedeutet, zu den Zeichen der Allmacht Gottes gehört das Erschaffen der Himmel und der Erde. Allah hat den Himmel erschaffen. Das bedeutet, er existierte vor dem Himmel, ohne Himmel. Gott verändert sich nicht. Er existiert weiterhin unverändert ohne Himmel. Allah erschuf die Erden und existierte vor der Erde ohne Erde. Und Allah verändert sich nicht. Also existiert er, wie er vor der Erde existierte, nämlich ohne Erde, ohne Himmel, ohne Richtung und ohne Ort. Also zu den Zeichen der Allmacht Gottes gehört das Erschaffen der Himmel und der Erde, sowie die Verschiedenheit eurer Sprachen und Hautfarben. Darin sind wahrlich Zeichen für die Geschöpfe. Allah sagt: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Es bedeutet, fürchtet Allah, mit dessen Namen ihr voneinander verlangt. Und fürchtet euch davor, die verwandtschaftlichen Beziehungen abzubrechen. Fürchtet Allah, mit dessen Namen ihr voneinander verlangt, wenn zum Beispiel jemand zu jemandem sagt: Bei Allah tu jenes, jene, ich bitte dich, das für Allah zu tun. Das bedeutet, man bittet einander, etwas zu tun, und
erwähnt den Namen von Allah. Also mit dessen Namen verlangen wir voneinander. Und fürchtet euch davor, die verwandtschaftlichen Beziehungen abzubrechen. Allah sagt, Inna Allah kana alaykum raqiba. Es bedeutet wahrlich, Allah hat das vollkommene Wissen über euch. Das heißt, das Wissen über eure Handlungen. Allah ist wissend darüber. Er weiß, ob ihr die verwandtschaftlichen Beziehungen aufrecht erhaltet oder abbricht. Die islamische Religion fordert uns zu großartigen Eigenschaften auf. Und diese sind Gründe für den Erhalt von großartiger Belohnung im Jenseits. Im Buch Sahih ibn Hibban wurde über Abu Huraira überliefert, dass er sagte, O Gesandter Gottes, berichte mir von etwas, wodurch ich, wenn ich es tue, das Paradies betrete. Dann sagte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, At'im al-ta'am, wa afshi al-salam, wa sili al-arham, wa qum bil-layli wa nasu niyam, tadkhul al-jannata bi-salam. Das bedeutet, verteile Nahrung, begrüße die Menschen, erhalte die verwandtschaftlichen Beziehungen aufrecht, verrichte Gebete in der Nacht, während die Menschen schlafen, und du wirst das Paradies unbestraft betreten. Zu den Eigenschaften, zu denen uns die islamische Religion auffordert, gehört das Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen. Und diese Eigenschaft lehrte uns der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Wort und Tat. Das Aufrechterhalten der Beziehungen mit den muslimischen Verwandten gehört zu den Pflichten. Und das Abbrechen der Kontakte zu ihnen, also der Kontaktabbruch zu ihnen, ist verboten, zählt mit Übereinstimmung zu den großen Sünden. Das Abbrechen der verwandtschaftlichen Beziehungen gehört zu den Sünden des Körpers. Das bedeutet, dass es schlecht ist, wenn man die Beziehungen zu seinen Verwandten abbricht. Es ist eine schwerwiegende Sache und eine große Sünde. Wenn jemand fragt, wie geschieht der Kontaktabbruch zu den Verwandten? Dies geschieht, indem die Verwandten eine Abneigung verspüren. Sie verspüren in ihren Herzen Entfremdung gegenüber ihren Verwandten, der den Kontakt zu ihnen abgebrochen hat, weil man sie in finanziellen Notlagen, in denen sie auf Hilfe angewiesen waren, nicht unterstützt. Oder sie ohne entschuldbaren Grund nicht besucht. So geschieht der Kontaktabbruch. Der Abbruch der verwandtschaftlichen Beziehungen geschieht durch das Entfremden der Herzen. Das Herz des Verwandten verspürt eine Entfremdung. Und durch das Abweisen des Verwandten. Der Verwandte, der den Kontakt abgebrochen hat, hat einen zum Beispiel abgewiesen. Hat einen abgewiesen und dadurch hat man im Herzen diese Entfremdung verspürt. Also dieses Vernachlässigtfühlen vom Verwandten, das ist der Kontaktabbruch. Dies geschieht durch die Unterlassung der Güte ihnen gegenüber, während sie in Not sind. Das ist ein Fall. Zweiter Fall, oder durch die Unterlassung des Besuchens ohne entschuldbaren Grund. Eins davon ist verboten. Beides zu begehen ist noch schlimmer. Wenn man nicht in der Lage ist, seine Verwandten finanziell zu unterstützen, weil man nicht über diese Mittel verfügt, man hat selber nicht, womit man ihnen helfen könnte. Oder man braucht diese Mittel, die man hat, für sich dringender. Man benötigt sie dringender als der Verwandte. Dann begeht man keine Sünde damit. Aber wenn man weiß, dass der Verwandte in Not geraten ist und auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, und man verfügt über diese Mittel, dann muss man ihm helfen. Ihm nicht zu helfen ist verboten. Wenn der Verwandte geplagt ist, weil er zum Beispiel keine Nahrung hat oder keine Kleidung hat oder keine Unterkunft hat. Er findet keine Unterkunft, nicht er findet keine Villa. Er findet keine Unterkunft, die ihm Wärme im Winter und Kühle im Sommer gewährt. Hat er nicht, er findet das nicht. Und das Herz des Verwandten wird gebrochen, wenn man die Güte ihm gegenüber unterlässt. Obwohl man dazu in der Lage ist und seine missliche Lage kennt, unterlässt man die Hilfe ihm gegenüber. Wenn man das so tut,
dann hätte man den Kontakt zu dem Verwandten abgebrochen. Dann gehört man zu denen, die die verwandtschaftlichen Beziehungen abgebrochen haben. Und es besteht kein Zweifel, dass das Herz des bedürftigen Verwandten gebrochen sein würde, wenn er von seinem Verwandten vernachlässigt wird, obwohl sein Verwandter in der Lage ist, ihm zu helfen und er von seiner misslichen Lage weiß. Liebe Brüder und Schwestern, zum Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen gehört also, dass wir unsere Verwandten unterstützen, wenn sie in Not geraten sind. Dazu gehört aber auch, dass wir sie besuchen gehen. Das Besuchen der Verwandten gehört auch zum Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen. Wann besuchen wir sie? Zu freudigen Anlässen, wie zu den Feiertagen, zum Fastenbrechenfest und zum Opferfest. Und im Monat Ramadan auch. Und der Besuch zu Traueranlässen. Also der Besuch zu Traueranlässen, wenn jemand stirbt, und zu freudigen Zeiten, zum Beispiel, wenn es eine Hochzeit gibt, wenn jemand von den Verwandten heiratet, oder zum Beispiel zu den Festtagen im Monat Ramadan. Aber schaut mal, der Besuch zu Traueranlässen hat mehr Gewicht. Denn Ibn Majah überlieferte, dass unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich der Teilnahme an Traueranlässen sagte: Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yawm al-qiyamah. Das bedeutet, der Gläubige, der den Gläubigen bei Traueranlässen tröstet, er geht ihn trösten. Nicht, er geht ihm noch mehr Probleme machen, er geht ihn trösten. Dieser Muslim wird am Tag des jüngsten Gerichts besondere Belohnung erhalten. Wie ist es dann, wenn dieser Gläubige auch noch ein Verwandter ist? Da ist die Angelegenheit noch besser. Allah sagt: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. Das bedeutet, wollt ihr denn, indem ihr euch vom Glauben abwendet, auf der Erde Unheil stiften und eure verwandtschaftlichen Beziehungen abbrechen? Jene sind diejenigen, die die Gnade Gottes nicht erhalten. So macht er sie taub für jeden Ratschlag und blind für das Erkennen des richtigen Weges. Diese Ayat tadeln die Personen, die den Glauben an Allah und an seinen Gesandten aufgeben und die verwandtschaftlichen Beziehungen abbrechen. Gehöre nicht zu denen, die den Glauben an Allah und an seinen Gesandten aufgeben. Gehöre nicht zu diesen. Denn das ist der größte Verlust, wenn man den Glauben an Allah und an seinen Gesandten aufgibt. Und gehöre auch nicht zu denen, die ohne entschuldbaren Grund die verwandtschaftlichen Beziehungen abbrechen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La yadkhulul jannata qati'a. Es bedeutet, derjenige, der die verwandtschaftlichen Beziehungen abbricht, wird nicht unter den ersten Muslimen sein, die in das Paradies eintreten. Überliefert von Imam al-Bukhari. Das bedeutet, dass dieser nicht unter den ersten sein wird, die in das Paradies eintreten, sondern erst nach Bestrafung im Höllenfeuer, wenn Allah ihm nicht vergibt. Das bedeutet, er verdient die Bestrafung von Allah. Also gehört zu denen, die die verwandtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten und nicht abbrechen. Schaut mal, das Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen, damit ist gemeint, dass man die Angehörigen kontaktiert. Wie gerade erwähnt, mit den Verwandten sind die Angehörigen gemeint, wie die Onkels, väterlicher und mütterlicherseits, und die Tanten, väterlicher und mütterlicherseits, so wie ihre Kinder. Also nicht nur die Onkels und die Tanten, väterlicher und mütterlicherseits, sondern auch ihre Kinder. Seid in dieser großartigen guten Tat nicht nachlässig. Imam al-Bukhari und Imam Muslim
überlieferten, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam sagte: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Das bedeutet, wer an Allah und an den Tag des jüngsten Gerichts glaubt, soll seine verwandtschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten. Das bedeutet nicht abbrechen. Einer der Gefährten fragte den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man najatu ya Rasulallah? Das bedeutet: O Gesandter Gottes, was ist die Rettung? Wie schützt man sich vor der Bestrafung im Höllenfeuer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Tasilu man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Es bedeutet, indem du die Beziehungen zu den Verwandten, die den Kontakt zu dir abgebrochen haben, aufrecht erhältst, dem gibst, der dir verwehrt hat, und dem verzeihst, der ungerecht zu dir war. Überliefert von Imam At-Tirmizi. Diese drei guten Eigenschaften gehören zu den Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, liebe Brüder und Schwestern, es ist eine ehrenhafte Eigenschaft, wenn man die Beziehungen zu den Verwandten, die den Kontakt zu einem abgebrochen haben, aufrecht erhält. Das ist eine ehrenhafte Eigenschaft. Das ist keine schlechte Eigenschaft. Und es ist eine ehrenhafte Eigenschaft, wenn man jemandem, der einem etwas verwehrt hat, geben würde. Das ist eine ehrenhafte Eigenschaft. Und es ist auch eine ehrenhafte Eigenschaft, wenn man demjenigen verzeiht, der ungerecht zu einem war. Das sind die Worte des Propheten. Das sind die Lehren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man darf die Beziehungen zu den Verwandten, in deren Pflicht man steht, nicht unterbrechen. Nicht so unterbrechen, dass sie dadurch eine Abneigung verspüren, eine Entfremdung, eine Vernachlässigung. Auch wenn die anderen den Kontakt ihrerseits abgebrochen haben. Trotzdem musst du die Kontakte zu ihnen aufrechterhalten. Also man darf nicht die Beziehungen zu den Verwandten abbrechen mit der Begründung, sie besuchen mich auch nicht. Sie haben auch keinen Kontakt zu mir. Das Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen wird mehr belohnt, wenn man den Kontakt zu den Verwandten erhält, aufrecht erhält, die den Kontakt zu einem abgebrochen haben. Hier ist die Belohnung größer. Also, wenn jemand den Kontakt zu den Verwandten aufrecht erhält, die den Kontakt zu einem auch aufrecht erhalten, dann bekommt man dafür Belohnung. Das ist etwas Gutes. Aber es ist noch besser. Und man bekommt noch mehr Belohnung, wenn man den Kontakt zu den Verwandten aufrecht erhält, die den Kontakt zu einem abgebrochen haben. Man darf nicht sagen, mein Verwandter besucht mich nicht, also werde ich ihn auch nicht besuchen. Das darf man nicht sagen. Das Gleiche darf hier nicht mit Gleichem begegnet werden. Man ist verpflichtet, die Beziehungen zu demjenigen, der sie unterbrochen hat, weiterhin zu pflegen. Hört euch diese Aussage des Propheten Muhammad an. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Laysa al-wasilu bil-mukafi' walakin al-wasila man wasala rahimah idha qata'at. Es bedeutet, das Aufrechterhalten der Beziehungen zu den Verwandten, die Beziehungen abgebrochen haben, wird mehr belohnt. Man bekommt dafür mehr Belohnung. Das ist besser als die verwandtschaftlichen Beziehungen zu denjenigen, die Beziehung ebenfalls pflegen. Überliefert von Imam Muslim. Dies gehört zu den guten Charaktereigenschaften, auf die die islamische Religion hingewiesen hat, die die islamische Religion uns nahelegt. Dieses gehört zum guten Charakter, den Allah und sein Gesandter für uns lieben. So handelt nach dem Charakter und dem Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und schmückt euch mit dem Festhalten am edlen Koran. Der Koran ist das beste Buch. Der Koran ist unser liebstes Buch. Der Koran ist und bleibt
immer unser Buch. Ich liebe den Koran, er ist mein Buch, ganz gleich, wer dafür oder dagegen ist. Ganz gleich, ob jemand sich dadurch gestört fühlt oder nicht. Ich liebe den Koran, der Koran ist mein Buch. Auch wenn Leute versuchen, den Koran zu verachten, diese Menschen werden es nie schaffen, dass sie etwas tun oder sagen, was den Koran herabbringen würde von seiner wahren, von seinem wahren Wert, von seinem wahren Rang. Also schmückt euch mit dem Festhalten am edlen Koran und sagt, ich liebe den Koran, er ist mein Buch. Ich liebe den Koran und werde den Koran auch immer lieben. Ich werde immer am Koran festhalten. Ganz gleich, was passieren sollte. Ganz gleich, wer dagegen ist. Ich werde niemals vom Festhalten am Koran ablassen. Allah, der Erhabene, sagt: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. In dieser Aya steckt die Aufforderung, Falsches mit Richtigem zu begegnen. Falsches sollten wir mit Richtigem begegnen. Wie dem Zorn mit Geduld. Wenn jemand zornig ist, dann begegne das mit Geduld. Und Sanftmut sollten wir auch zeigen, wenn jemand zornig ist. Geduld und Sanftmut. Und den Schaden mit Güte sollten wir auch begegnen. Also wenn jemand dir geschadet hat, dann zeige Geduld, zeige Sanftmut und Güte. Wenn jemand fragt, ist das nicht eine Erniedrigung für den Muslim, sagen wir, Allah berichtet im Koran, dass diese Art und Weise zu besseren Herzen und Situationen führt. Die besten Lehren sind die Lehren im Koran. Das sind die besten Lehren. Es gibt keine besseren Lehren als die Lehren im Koran. Und es gibt kein besseres Buch als der edle Koran. Liebe Brüder und Schwestern, die guten Taten bewirken Geheimnisse, Erleuchtung und Segen. Also, wenn wir gute Taten ausführen, dann bewirken sie Geheimnisse. Dann bewirken sie Erleuchtung. Und dann bewirken sie Segen. Und das Aufrechterhalten der verwandtschaftlichen Beziehungen ist ein Grund für große Versorgung, für viel Rizq, für Fernhaltung von Plagen. Also Bala wird von dir ferngehalten. Und Segen in der Lebensdauer. Segen im Lebensalter. Möge Allah es uns bescheren. Allahumma Amin.